Hallo und herzlich willkommen im Sportfunk auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der heutigen Folge habe ich mir gedacht, machen wir einfach einmal hier am Gefängnis weiter. Wir bereiten uns für die Zombie-Nacht vor und setzen da halt einfach mal die Reihe Spikes, dass wir hier einmal wieder ein bisschen abgesichert sind. Ich habe noch keinen Plan, wo ich meine heute Nacht verbringe, aber zumindest wenn wir schon mal die Spikes haben, fangen wir schon mal zu. Fangen wir schon mal zu. Dass man es aussichern, so wird die sagen. Da die zwei Saison. Möchte nämlich die Reihe da umsetzen. Jetzt so im Radar oben seht, haben wir eine Kiste nah. Da muss ich da nur die Dinger rausreißen. Dann holen wir uns mal die Kisten. Dann holen wir uns mal die Kisten. Das zeigt schon noch Spawn. Nein, noch nicht. Spawn. Da noch nicht. Jetzt warten wir irgendwo finden. Dann kann ich die Axt reparieren. Jawohl. Da kann ich ja die Axt reparieren. Na, craften muss ich. Genau, das Schloss ins Moped da. Also na, die gehen am schnellsten. Die kleinen Holzdinger. Ein bisschen Holz looten wieder. Die Spikes auch machen. Grillrost. Dies ist das, was wir brauchen. Kochtöpfe. Was zum Essen braucht man? Das war wichtig. Stoff braucht man auch. Das ist auch wichtig.
Was da? Dort runter ist nämlich der Bunker. Da geht es nämlich rein in den Bunker. Aber seht, das ist ein Tausender. Da braucht man lang. Da war gerecht. Zuerst mal gescheit abgesichert sein. So ein Haufen Lehm. Kisten, okay. Machen wir von der Rode noch eine Kistenberge. Ja, das ist ja was Interessantes drin. Und wieder nach oben. Du musst jetzt gerne auf der Piste. Ah, da kommt's. Sind wir schon richtig drin. Wenn abtauchen will ich dann das gleich alles in den. Ich hab so keine Bock mehr. Alles, dass man da trinkt. Ist nämlich nicht alles verloren. Und schon. Ich
Ja. Und abwärts. Was craften? Jetzt will man sterben. Dann braucht man wenigstens nur mehr zurückgekommen. Aber jetzt im Normalfall dürfen die jetzt ein neues haben. Ich hab schon gewusst, dass das zu tief ist. So. Lass uns da mal schauen. Schon mit den Verdoschenlampen haben wir gekriegt. Nehmen wir das mit gleich um. Ja, das gehört auch in die Waffenkisten. Das gehört auch in die Waffenkisten. Genauso wie das. Lauf A. Das ist Rezept. Dann haben wir uns einmal für die Zombie-Nacht vorbereiten. Taschenlampe, damit hinten im Allgemeinen eine. Dann muss die Taschenlampe tue ich mir jetzt da alle einordnen. So. Stiefisch. Fetzen. Dann haben wir da die langen Glasel drin. Nein, haben wir es nicht drin. Was ist denn dieser Raketenwerfer? Unser Rezept dazu. Haben wir auch noch was? Was haben wir als Rezept dazu? Haben wir dies gelesen? Dann haben wir uns jetzt da mal ausrüsten. Die Nacht bricht herein. Die Horde Nacht beginnt. Ach, die Glasel habe ich da eh nicht. Voll die Glasel habe ich. Spiritus, Öl. Schauen wir mal, was in der Zombie-Nacht sich da abspült.
bin mehr auf der Suche nach die Zombies da. Also, wir wollen. Zwei, drei. Ich liebe und hasse es. Ist schon mehr als Zeit, die Zombie-Nacht. Wir haben schon wieder Dosen zum Essen. Yeah.
bleibe jetzt auf der Straße und dann weiß ich nämlich, wo die ganzen Leichen liegen. Zwar nicht viel, aber ich sah sie gar nichts. Da glaube ich noch so, okay. Da links, irgendwo. Autoreifen. Da oben Sandwich. Okay, wir uns daher. Ich muss einfach ein bisschen ruhig bleiben, dann geht das auch fast mit dem Bogen. Vorbeigeschossen. Uah. Ich bin einfach nicht gemacht für die Zombie-Nächte. Draußen zum Kämpfen. Die volle Konzentration liegt da neue. Und dieser gerade kleine Gruppen. Oh, was ist der kleine Krabbler? Ah. Micha. Jason, während ich Angst. Ich komme zum Sonderzombie. Lasst dann meinen Weg. Jetzt zurück zur Base. Jetzt sei ich verrückt. Jetzt sei ich verrückt, wenn ich bei der Base bin. Verdammt!
Und dann können wir gleich schon ein Ding mitnehmen an. Sag gleich. Verbandskosten. Die ist leer. Die ist auch leer. Die ist auch leer. Die ist auch leer. Jetzt blutet die schon wieder, jetzt ist schon wieder so viel rum. Alter, rettet. Das heißt, oben müsst ihr jetzt aus. Aus dem verbrennten Gebiet können wir uns besorgen mit dieser denkwürdigen Zombie noch. Zehn Pfeile habe ich nur und dann ist es vorbei. Ah.
überrascht sein, schätze ich mal. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, die Zombie-Nächte macht es, aber wenn ich draußen bin, dann mache ich es halt so. Gifte bin ich auch, habe ich Antibiotika dabei. Daher. Okay, Monster, ja. Die Zombie-Nacht überstanden. So, mehr oder weniger, da die Sommer in dem Sportsfreunde. Das war's aber auch für die Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mir gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier bei mir aus 7 Days to Die weitergeht, nichts mehr Neues versäumt. Dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier, lasst dich nicht von den Zombies beißen, bleibt mir gesund und gewogen, bis zum nächsten Mal, euer HB, Servus!